Und auch an der Stelle wieder ein herzerfrischendes Moin Moin, meine Lieben, euer Mr. Tasty hier und herzlich willkommen zum nächsten Hansa Rostock. Der 23. Spieltag steht an. Wir bestreiten das Auswärtsspiel in Düsseldorf gegen die Fortuna. Die Fortuna in diesem Jahr noch ohne Sieg. Hansa mit einem mehr als soliden Unentschieden gegen den HSV. Kannst du nicht meckern, vom Spielerischen her. Wie auch schon in meinem Vlog gesagt, war das. Konnte man drauf aufbauen und so ist man rein theoretisch auch ins Spiel gegen Düsseldorf rangegangen oder wir Fans sind rangegangen in der Hoffnung, dass da vielleicht eventuell Punkte zu holen sind. Aber wie ihr oben uns dabei erkennen könnt, ist dies leider nicht der Fall. Hansa mit einer Änderung in der Partie rein für Ruschke. Das Spiel hat noch nicht mal angefangen, also sagen wir mal knappe 2 Minuten oder eine Minute. Und schon ist der Ball im Netz der Fortuna. Perea wird durch einen Steckpass in die Spitze geschickt. Brumado lässt den Ball durch, sodass Perea über links an die Kugel kommt und den Ball kaltschnäuzig unten rechts einnetzt. Ich weiß nicht, ob die TV-Bilder, also die TV-Bilder haben gezeigt, dass das abseits war, aber ja, gut. Also durch die Hansa-Fanbrille sieht man dann alles ein bisschen anders, aber ich habe mir die Bilder nochmal oder die Zusammenfassung mehr oder weniger nochmal angeguckt. Und ich muss schon sagen, dass das schon abseits war. Aber man hatte eigentlich gedacht, hier ist heute mehr drin. Aber ja, man sollte eines Besseren belehrt werden, wie es immer so schön heißt. In der 16. Minute nahm das Unheil seinen Lauf. Da Ferner leitet eine Hereingabe von links auf Felix Klaus weiter. Der setzt richtig schön aus knapp 12 Metern zum Volley an und haut das Ding in der Maschenkolke, in dem Fall ohne Chance. Und ja, Hansa davon irgendwie geschockt, wie man es nennen mag. Keine 2 Minuten später der nächste Nackenschlag. Tanaka unbedrängt aus 20 Metern haut das Ding schön unten rechts flach ins Eck. Und somit sind noch nicht mal 20 Minuten gespielt. Und Hansa liegt mit 2 Toren hinten. Man fragt sich, wie kann sowas passieren? Ich sag's euch warum. Indem man sich innerhalb von 2 Minuten so düpieren lässt, und einer den anderen die Schuld in den Hacken schiebt. Vor allen Dingen gehen da Grüße raus an Kollegen Schumacher, der bei dem 2-0 mal wieder gepennt hat. Und beim 1-0 auch, glaube ich, in dem Fall. Ja, ich weiß, ich betreibe hier nur Schumacher-Bashing, aber du hast dich doch nicht umsonst in der Winterpause versteckt mit Staphylidis. Ich habe jetzt keine Info, ob der jetzt verletzt ist oder so, aber ja, keine Ahnung. Dann gibt doch ein Ruschke wieder die Chance oder was weiß ich. Ne? Oder aber doch nicht Schumacher. Mann, das ist halt auch irgendwie Verzweiflungstat von Zinho Begovic schon, dass du den immer wieder spielen lässt und er immer wieder die Chance bekommt. Genauso wie ein Brumado vor einem Sturm. Ich habe ja in meinem Vlog, beziehungsweise im Fazit vom HSV-Spiel im Vlog, gesagt, dass ich von Brumado in Halbzeit 2 sehr begeistert war. Heute ist das wieder dasselbe wie in Halbzeit 1 gegen HSV. Keine Körpersprache von dem Typen und ach. Ich weiß nicht, ob der in seinem Leihvertrag drin stehen hat, dass er zu spielen hat, ansonsten muss Hansa Strafe bezahlen. Ich habe da keine Ahnung. Ich verstehe auch die Aufstellung von Zinho Begovic ehrlich gesagt nicht, muss ich euch so sagen, wie das. Naja, jedenfalls gab es dann innerhalb der nächsten Minute fast das 3-0 obendrauf, aber hierbei kann man sich ja natürlich auch wieder bei Markus Kolke bedanken, dass man da nicht schon 0-3 hinten liegt. Hansa danach bemüht, den Anschlusstreffer zu erzielen. In der 33. Minute hatte man dann auch wiederum die Chance durch unseren Sportsfreund Brumado, der aber wie so oft, beziehungsweise auch wie in Osnabrück, den Ball kläglich vergab. Du fragst dich echt, was ist mit dem los, dem Jungen? Das ist, ich weiß nicht, ob da irgendwie der Wurm drin ist oder ob er sich denkt, ich bin sowieso bloß ausgeliehen. Ich habe da keine Ahnung und ich kann mich zu dem Jungen auch nicht mehr weiter äußern. Ansonsten würden wir hier noch morgen sitzen und ich würde immer nur über den herziehen oder mich immer nur aufregen über ihn. Aber er zeigt ja keine Körpersprache. Dann lass doch Gudjonsson von Anfang an spielen. Der ist ja nun mittlerweile im Team mitregiert. Oder dann spiel halt mit einer Spitze mit Perea oder mit Pröger, aber Brumado musst du echt mal rausnehmen. Weil das ist doch weder Fisch noch Fleisch, wie es immer so schön heißt. Jetzt gehen auch noch 2 Euro ins Phrasenschwein. Aber das ist doch, ich weiß nicht. Hansa offensiv in der Halbzeit oder in der ersten Halbzeit zwar bemüht, aber wie immer fehlt gefühlt die Durchschlagskraft. Da zeigen auch im Nachhinein noch nach der Brumado-Chance die vergebenen Chancen von Dressel und der Pfostentreffer von Engelsson. Vielleicht auch ein bisschen Pech an dem Tage.
Aber es ist also, das zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison. Hansa hat offensiv dieses Jahr oder diese Saison wenig bis gar nichts zu melden. Fazit: Schalke 1, Düsseldorf mit einer Chance, zwei Tore erzielt. Und wir lassen gefühlt zum Ende der ersten Halbzeit fahrlässig unsere Chancen liegen und sowas wird halt in die Gatsbeck knallt, hart bestraft. Ist einfach so. Ohne Wechsel geht es dann natürlich auch wieder in Halbzeit 2. Wie so oft, jetzt mittlerweile auch runter in den Bigovic. Da fragst ich doch auch, ob dann irgendwie Alu Schwarz-Vibes hat. Und ich weiß nicht, ob man sich dadurch nicht selber das Spiel kaputt macht. Also Brumado hätte zur Halbzeit rausnehmen können. Schumacher hätte es rausnehmen können. Weiß nicht, Fröhling war auch an dem Tag nicht irgendwie auffällig. Ja, man hätte so viel rausnehmen können. Normalerweise hätte es die ganze Mannschaft tauschen können. Außer Kolke vielleicht in dem Fall. Oder Perea. Perea hat eigentlich auch gute Ansätze gezeigt. Der gefällt mir in den letzten Spielen auch ziemlich gut. Naja. Düsseldorf in den ersten 25 Minuten der zweiten Hälfte am Ergebnis verwalten, sodass viele freie Räume entstehen und dadurch könnte Hansa ja rein theoretisch Chancen kreieren. Aber naja, lassen wir das Thema mehr oder weniger Hansa und Chancen kreieren, ist diese Saison mehr oder weniger ein Fremdwort, sagen wir mal so. Ja, und so plätschert das Spiel dahin und viele von uns fragen sich, wie ich schon eben gesagt hatte, ob man nicht mal mittlerweile wechseln möchte. Und das geschah dann in der Sag und Schreibe 78. Minute mit einem Dreifachwechsel. Krüger, Gudjonsson und Strauß kamen dann für Bachmann, Brumado und Fröhling in die Partie. Wer dachte, das würde frischen Wind in der Offensive bringen? Ja, ein guter Witz. Also war echt lustig, muss ich schon sagen. Düsseldorf dann kurz vor Schluss auch noch fast mit dem 3:0 in Minute 87. Hätte man sich auch nicht beschweren können. Und die zwei Wechsel mit Kinzombi für Ingelsson und Singh für Rein brachten natürlich auch nicht mehr viel, weil Hansa gefühlt ab der 70. Minute offensiv nicht mehr in Erscheinung trat bzw. ihre Offensivbemühungen einstellte. Somit geht ein Spiel verloren, was du mal wieder so oft wie in dieser Saison durch einfachste Fehler in der Defensive nicht verlieren darfst. Zumal Düsseldorf halt auch einfach nicht gut war an dem Spieltag. Also die sind auch mit wenig Selbstbewusstsein, weil die ja noch kein Spiel gewonnen haben in der Rückrunde bzw. in diesem Jahr. Aber Hansa ist ja gerne Aufbaugegner. Und ja, ich meine gut, im Endeffekt kannst du auch sagen, ja, man hätte es nicht erhofft, brauchen, 3 Punkte zu holen. Aber nach dem Spiel gegen HSV war schon Euphorie da. Und da dachte man sich eigentlich, dass die Jungs das da endlich kapiert haben, dass man ein bisschen Einsatz und Wille und vor allen Dingen ein guter Offensivfußball endlich mal, dass er dann endlich mal vorangeht. Aber das war ja heute wieder ein Offenbarungs... Naja, nee, nicht ein Offenbarungseid seinesgleichen, aber das war halt einfach schwach. Und auch wie du mit deinen Chancen umgehst. Das ist Brumado jetzt nochmal zu erwähnen. Und der dann andere war halt Pech durch Ingelsson. Aber ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Zumal kommen ja jetzt auch Gegner, sag ich mal, die so in deiner Tabellenregion liegen. Du hast ja jetzt... gegen Kaiserslautern musst du ran, dann nach Braunschweig. Na ja gut, dann hast du wieder zwei schwere Brocken mit Fürth und mit Kiel. Aber wenn die jetzt nicht gegen Kaiserslautern und gegen Braunschweig gewinnen, dann wird es, glaube ich, schwer. Viele fordern ja jetzt mittlerweile auch schon den Rauswurf von Selim Begovic. Meiner Meinung nach noch zu früh. Also so lang, naja, habe ich ein bisschen zwiegespalten, sage ich, so viel ist. Weil du kannst ja jetzt nicht nach den paar Spieltagen das so festmachen, obwohl viele ja sagen, das ist keine Handschrift zu erkennen. Ja, also ich sag dir so, wie das ist. Oder ich sag's euch so, wie das ist. Sollten die Spiele gegen Lautern und gegen Braunschweig verloren werden, denke ich mal, wird Selim Begovic schon in Frage gestellt werden. Über Herrn Walter müssen wir nicht reden. Der wird schon seit gefühlt dem Trainerwechsel in Frage gestellt. Und ja... Also es kann ja bloß noch bergauf gehen. Ich hatte es ja beim Osnabrück Talk ja schon gesagt, dass es eigentlich nicht mehr schlimmer werden kann, aber ja, schauen wir mal. Ne? Naja, aber wir denken noch immer noch positiv denken und noch sind ein paar Spieltage. Wir schreiben noch 11 Spieltage und in 11 Spieltagen ist noch einiges drin. Wer weiß, vielleicht starten wir eine Serie. Und so wäre es zu wünschen. Aber da muss auf alle Fälle im Heimspiel jetzt gegen Kaiserslautern eine Steigerung her. Wenn dann auch bitte so wie gegen HSV, weil dann hat Lautern auch nicht viel zu melden.
Die haben ja auch jetzt am Wochenende 0-4 gegen den Karlsruher SC verloren. Und der Friedhelm Funkel, die alte Trainerlegende. Und ja, und noch ist alles drin. Schalke ist auch nicht so weit weg. Die haben ja auch gegen Magdeburg auf den Sack gekriegt. Die einzigen, die gepunktet haben, waren Osnabrück. Die haben 1-0 gewonnen gegen Hannover. Auch nicht schlecht. Ja, und Braunschweig hat gepunktet gegen Hertha, glaube ich. Ja. Da wollen wir mal schauen. Ne? Schauen wir mal, was wird, wie es immer so schön heißt. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Wochenstart. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Like da lassen, Video gerne teilen. Und schreibt auch einfach gerne eure Meinung dazu. Ich höre euch oder ich lese mir die gerne durch. Da würde ich mich auch mal drüber freuen. Nicht einfach nur gucken, auch mal seine Meinung da lassen, meine Jungs und Mädels. Weil so können wir interagieren und vielleicht kommt dadurch ein bisschen was zustande. Ne? Dass wir uns da mal so drüber unterhalten, über die ganze Sache, was hier rund um Hansa passiert. Gut, das soll es gewesen sein. Haut rein, bis dann.